So, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, denn in der letzten Zeit haben sich doch die Fragen ein bisschen gehäuft, wie man denn jetzt unsere neuesten Modpacks installiert, also Ticket Light Plus oder halt jetzt auch in dem Fall Python 3 und so weiter und so fort, denn ich bin ja schon seit längerem umgestiegen vom Technik Launcher zum Curse Launcher, wollte ich gerade sagen, oder halt in dem Fall jetzt die Twitch App. Und das Ganze ist eigentlich ziemlich simpel. Es gibt einmal die Option, das Ganze über die Seite so zu machen. Das habe ich in den Folgen immer verlinkt. Da ist dann je nachdem, wenn es Ticket Light Plus ist, dann kommt man zu dieser Seite hier und kann dann einfach hier auf installieren klicken für gewöhnlich. Das sieht man jetzt hier, glaube ich, nicht, weil ich das jetzt in dem Fall mein eigenes Projekt ist, aber bei anderen würde man dann jetzt hier so einen Installieren-Button sehen und könnte installieren und die Twitch-App würde automatisch das Ganze installieren. Die zweite Möglichkeit zeige ich gleich. Vorher aber ganz kurz, wie kriegt ihr die? Die Twitch-App kriegt ihr einfach bei twitch.tv/downloads oder einfach in der Suche eingeben Twitch-App oder halt in die Beschreibung von mir gucken, da habe ich das Ganze auch nochmal verlinkt. Also könnt ihr nichts falsch machen. So, hier das Ganze einmal für Windows, für Mac. Und ja, sogar für iOS oder Android, ja. Und das Ganze könnt ihr euch dann hier ziehen und installieren. So, wenn ihr das Ganze gemacht habt und euch da auch angemeldet habt, dann sieht das Ganze so aus. Hier, das ist mal ein bisschen überladen, aber das ist im Grunde Twitch als App. Ja, mehr braucht man dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Das Ganze ist dann halt ohne den Browser, sondern eine alleinstehende App. Super, um eine Übersicht zu kriegen über Streams, Streamer zu gucken. Und ja, das ist ziemlich cool. So, wenn ich da jetzt ganz kurz auf Mods gehe hier oben, also ihr müsst den hier oben auf Mods gehen und habt dann hier Minecraft. Das sollte natürlich ihr solltet schon irgendwie Minecraft gekauft haben, sonst wird das glaube ich nicht angezeigt. Dann steht da nicht installiert oder sowas. Wenn ihr dann hier drauf geht, dann habt ihr hier wahrscheinlich erstmal nichts, wenn es neu ist für euch. Ich habe jetzt hier eine Übersicht zu den ganzen Modpacks, die ich gerade derzeit installiert habe. Ihr geht dann in dem Fall auf Modpakete durchsuchen und habt dann hier eine Suchleiste. Da könnt ihr dann zum Beispiel einfach ganz stumpf MVC eingeben. Das reicht für gewöhnlich schon. Und dann seht ihr alle Modpacks von uns, also das sind in dem Fall jetzt gerade noch nicht viele, aber da kommt noch ein bisschen was, die ihr von uns erhalten könnt. MVC APT 3, also Ticket Light Plus. Ich darf es hier nur nicht so nennen, deswegen heißt das MVC APT 3. Das wissen aber die meisten. MVC Keck, das ist ein Test-Mod-Pack, was nie so richtig zur Geltung kam. MVC New Horizon und natürlich MVC Python 3, das aktuelle, weswegen wahrscheinlich die meisten jetzt hier sind. Das Ganze könnt ihr dann, also in dem Fall ist es Spielen. Hier würde dann halt, wenn ihr es noch nicht habt, installieren stehen. Und könnt ihr das Ganze dann installieren. Dann habt ihr das hier auch angezeigt, könnt das Ganze auch anklicken, habt dann eine Übersicht ganz kurz über Modlisten und hast du nicht gesehen. Hier nochmal eine detaillierte Modliste mit den ganzen Autoren und Dateien. Ja, Ressourcenpakete, Karten, was auch immer. Könnt das Ganze dann direkt spielen, wenn es installiert ist. Und direkt auch Updates ziehen und so weiter und so fort. Hier sieht man zum Beispiel, es ist ein Update verfügbar. Könnte man sich jetzt ziehen und dann spielen. So, das wollte ich mal ganz kurz gezeigt haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann!